Vale, vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Klaas. Mit der Patientenmobilität machen wir einen riesengroßen Schritt hin zu einem Europa der Bürger. Und diese Richtlinie, sie ist gut angelegt. Sie hat nicht nur einen bekennenden Vater, John Bowles, sie hat auch eine Mutter, Françoise Crostet. Und herzlichen Dank für diesen großartigen Einsatz. Wir haben lange über den richtigen Weg diskutiert und wir wissen heute, dass wir noch nicht auf der Schnelltrasse der Autobahn sind, aber das Fundament, auf dem wir aufbauen können, es ist solide und gut angelegt. Die Situation, sie ist kompliziert. Wir haben 27 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Ausgangspositionen, sowohl in Gesundheitsdienstleistungsstrukturen als auch bei den Versicherungen. Die Vorabgenehmigung des Krankenhausaufenthaltes in einem anderen Mitgliedstaat und die Anerkennung der ethisch-moralischen Grundsätze der eigenen Gesundheitsgesetzgebung, das ist der richtige Weg, um einerseits die eigene Versicherung und die Eigenverantwortlichkeit zu stützen und andererseits aber trotzdem allen Bürgern den Zugang zu den Leistungen zu geben, die andere Mitgliedstaaten anbieten. Das ist ein großer Fortschritt, gerade auch im Bereich der seltenen Krankheiten. Nicht jeder Mitgliedstaat ist hier gleichermaßen intensiv ausgerüstet. Alle können jetzt von den Erkenntnissen und Strukturen profitieren und Spezialisten können sich besser entwickeln, da mehr Bedarf ist, weil mehr Menschen Zugang haben. Für die Menschen meiner Region im grenznahen Bereich zu Luxemburg, Belgien und Frankreich ist der grenzübergreifende Zugang zur Gesundheitsdienstleistung ein großer Gewinn und eine Bereicherung im alltäglichen Europa. Vielen Dank. Thank you. Mr. Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. A presente diretiva permite que todos os doentes da União Europeia possam beneficiar de cuidados de saúde, dados os direitos que passam a ter nesta área e que, aliás, já eram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.